sind so nervig, die Kreaturen. Ja. Jetzt steht er direkt vom Fenster und spannt da drin. So eine Sau, oder? Also andere zahlen dafür Geld. Fasset ja. Das ist ein Schweinchen, er säuft gerade im Fluss. Ah, ich hab schon wieder ein Dings bekommen. Oh, die Eier, die legen aber oft Eier. Und ich schmeiß die immer rein, aber kommt nie ein Küken mehr raus, so richtig. Oh. Nee. Ich glaube, die haben wirklich Hunger, die stehen die ganze Zeit echt an dieser Tür hier. Vielleicht muss ich mal meinen Finger hinhalten. Vielleicht bin sie raus, in die Freiheit. Ja. Ach, guck mal da, wenn du Türen brauchst, mal gerade getestet mit Birkenholz, dann kriegst du auch verschiedene Türen, wenn du mit verschiedenen Holzarten Türen baust. Mhm, genau. Ich glaube, das eine ist komplett zu, da siehst du, kannst nicht durchgucken. Und ganz doof gemacht. Ups. Ach so, pass mal auf, ne? Ja, du kriegst immer drei Türen noch, okay. Das ist ja doof, aber so viele braucht man noch gar nicht am Anfang. Das können wir für später nehmen. Man will aber auch nicht innen, finde ich, im Haus dieselbe Tür haben wie außen, oder? Ja, stimmt. Aber das wusste ich nicht, das war auch vorher nicht so. Also, das hat, egal welches Holz du verwendet hast, hat es immer die gleiche Tür gegeben. Ja. War so cool. Erde. Oh, den Berg hier ab. Ich weiß nicht, das ist das Falsche mit Abbau hier. Birkenholz. Erde. Aber keine Schafe. Keine Schafe. Oh, ist jetzt zu kotzen, oder? Ja. Oh, das wäre ein Geräusch. Ach, oh, komm. Auf der Rückfahrt so ein cooles Radio nochmal gehört bei Big FM, da haben sie irgend so ein Lieder gelabert, Lebensweisheiten und so, und ob es sinnvoll ist, Todesstrafe einzuführen, um den Leuten zu zeigen, dass es nicht gut ist, also um zu töten, um den Leuten nicht zu zeigen, dass es nicht gut ist zu töten. Na toll, das ist ja ein gutes Beispiel, wa? Also wenn ich mal Radio hören, will ich eigentlich Musik hören und dieses ganze dumme Gelaber. Irgendwie ist unser ja, ein... So wie diese Priester. Ach, wir haben Kürbis. Ey, was kann man mit diesen scheiß Kürbis machen? Die sehen einfach nur scheiße aus. Und ich will sie auch nicht... Die sind nicht... Das ist ja nur ein Klotz eigentlich, oder? Und wenn du verhaust, kriegst du nur Samen. Ja. Ja, irgendwas kann man mit denen machen. Ich weiß aber auch jetzt gar nicht gerade genau. Achso, ich weiß übrigens jetzt, wie man Schüsseln macht. Ich weiß nur nicht, wie man die benutzen kann. Weil, du kannst sie noch so hinstellen. Was für Zufall habe ich da rausgefunden? Schüsseln, nee. Ja, stimmt. Ja, auch noch. Mit was machst du? Also, was kannst du damit machen? Kannst du echt nur so hinstellen. Das hab ich versucht. Und du kriegst ja auch gleich drei Stück immer raus, wenn du die craftest. Glaube ich. Ja, drei Stück, glaube ich. Was? Ah, kann da was sein, dass du damit so Pilzsuppe oder sowas machst. Stimmt, oder hier, Kürbissuppe. Ja. Warte mal, dann teste ich das mal eben. Aber der Doofe ist der Kürbis, wie sammle ich den ein? Wenn ich den doch verhaue, kommt doch Samen raus, ne? Nee, normal nicht. Normal kannst du den so ab.
er fertig ist. Mit was baue ich denn ab? Mit einer Axt? Oder mit der Axt, glaube ich. Stimmt, jetzt habe ich einen. Ich Glaube ich guck am mal. besten. Weil du kannst nur aus dem Kürbis kannst du dann nochmal Samen machen. Guck mal, ob man jetzt. Muss man das am Herd vielleicht machen? Wie ist das jetzt denn? Boah, ist erstmal ein Dingsbumsen hier. Das war. Nee, das war das Brot. Wie war denn das nochmal? Moment. Kurz nachdenken. Ach nee, das war das andere. War dieses komische Dreieck, nämlich, glaube ich. So, hier. So. Jo. Vier Dinger kommen sogar von ihm so ein Ding raus. Vier Schüsseln. So, dann testen wir das mal. Oder warte mal. Jetzt. Ich crafte gerade einen Kürbis. Nee, nee. Das geht schon mal nicht. Ich versuch's jetzt mal. Oh, jetzt schmeißt die nur das Zeug weg. Am Herd vielleicht. Weiß ich nicht, aber geht doch nicht, oder? Nee. Wenn man wüsste, wie man das verbindet, wa? Ich versuche jetzt die Schüsseln zu kochen. Da braucht man bestimmt, ist bestimmt für diesen Tisch, den man doch später, aber diesen Altimiertisch oder was das ist, ne? Braucht man das vielleicht, ich weiß nicht. Oder ich versuche mal zu craften. Könnte sein, könnte sein, ja. Schüssel. In die Schüssel. Ich pack's erstmal auf den, fällt mir jetzt nicht ein. Pack's jetzt erstmal eine Truhe. Oh ja. Oh, jetzt regnet es. Oh, warte mal, jetzt füllt sich vielleicht endlich mal unser Wasserding. Ah, da bin ich mal gespannt drauf, richtig. Okay, drauf starren hilft wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, ich glaube, das macht so lange was anderes. So. Zombie! Was ich ohne Leck hier hatte. Zeit, dass ich die Mauer baue. Mauer. Echt mal. Weg. Die Mauer muss weg. Ich glaube, ich gehe nachher das Schweinchen da unten killen. Das besäuft da immer noch. Das ist ja Horror. Das ist ja ein Albtraum. Am Schwein. Mann, die arme Sau. Ach, die haben schon wieder ähnlich. Und wie kommt da nichts mehr raus? Doof, oder? Also irgendwie füllt sich die Ding nicht, ne? Oh, Scheiße. Aber das habe ich mir eigentlich schon fast gedacht, dass das. Ja, was macht man damit? Frage. Normalerweise kannst du damit kannst du irgendwo hinstellen, dass du Wasser ein Ja, Kriegweise hast. Das deswegen ist eigentlich eigentlich. normalerweise total unnötig. Ey, wo kommen denn die ganzen Zombies her hier? Das war Wetter. Bilden sich die Alter. Zombies, glaube ich, wohl. Ah, da ist noch einer. Das ist jetzt der vierte. Vierter. Alter Falter. Warum leuchtet und da hinten hast du da hinten. Hast du da ganz hinten. Warum leuchtet denn da hinten? Hast du da Oh. irgendwo ganz viele Fackeln aufgestellt? In so einem Berg? Könnte sein, dass dort eine Lavaquelle ist. Nee, das sieht aus wie. Ist das Lava? Ich Ich weiß habe nicht. nämlich irgendwo mal Lava Ah, gesehen. stimmt, ja, es war. Oh, da jetzt kommen die ganzen Spinnen nur noch. Obwohl, die sehen mich nicht.
Oh, scheiße, doch, den habe ich gesehen. Okay. Oh, mir kommt hier jetzt auch noch ein Creeper, ey. Ein Kompass und sowas wollten wir uns noch bauen und eine Karte. Mhm. Nee, also wisst ihr, das ist erstmal eine Karte, genau. Das Wichtigste. Ich war jetzt gar nicht sicher, wie das war, ob man für die Karte einen Kompass gebraucht hat. Weißt du? Irgendwas war. Weiß aber nicht mehr genau. Gut. Aber ich weiß jetzt, wie man, glaube ich, eine Karte schreibt. Also wie der die Tinte benutzt. Ich glaube, der benutzt eine Feder, so wie früher. Okay. Ja? Würde ich jetzt sagen. Was mittlerweile so ist, kann das sein. Mhm. Schade, ich dachte, das Ding füllt sich mit Wasser. Da ist echt nichts drin, ne? Wo ist das denn? Ja, das ist Bogenschütze. Ich bin fast tot. Wo ist denn der? Ach, da. Der her, ey. Ich geh ins Haus, weil ich bin echt fast tot. Ja, geh in Sicherheit. Mal alles voll mit Creepern. Irgendwie, weißt du, habe ich letztes Mal auch China in Schienen gebaut. Also, ne? Das ist mein letzter Player, aber ich habe die nicht gebaut. Ich habe ja gesehen, wie man das macht. Ich hab echt schon wieder vergessen. Und eine Lore. Per Zufall. Ja. Lore weiß ich auch, wie man sie braucht. Ich einfach nur versucht habe. Und die Schienen sind auch einfach. Also brauchst du halt die Stäbe, ne? Und halt Eisen. Ja. Nicht gedrückt halten muss, zu ducken. Nervig, dass man die gedrückt halten muss. Das kann man schon einstellen, dass dir. Wie gesagt, ich bin hier gewohnt. Das stört mich das nicht. Ich habe übrigens nochmal einen Faden. Aus 6 Fäden konnte man Wolle machen? 4. Okay, dann haben wir doch schon Bett. Wir hatten doch schon 4 Fäden. Ja. Ah, ja, aber wir hatten nur 2 Wolle. Ja, jetzt müssen wir das zusammen dann kriegen. Wie muss ich das machen? Wie geht denn? Ach da! Dann hat man das doch schon längst zusammen. Das ist schon seit gestern. Oh scheiße! Draußen ist ein Creeper. Wir haben doch nur 2 Wolle, oder? Noch gehabt. Hm, 2 Wolle und halt 5 Fäden. Ist doch nochmal eine Wolle. Ja, dann haben wir aber nur 3 Wolle. Wir brauchen aber 3. Ach, wir brauchen ja nur 3. Ich hab 4. Na, erstmal gucken, wo wir das Bett hinschieben. Ach so, scheiße. So. Und ich hab eben ja noch Dings bekommen. Hm. Ein Steinbar. Nee, Holz war das, ne? Holz mit dem Bretter, oder? Ich nehm Holzbretter nehmen. So, war das doch noch. Oder war das Stein? Nee. So, nee, ist ja Holz. Auch einen kleinen Unterschlupf gebaut zur Sicherheit, weil hier alles voll mit Creeper ist. Ja. Ich glaube, wenn das Unwetter. Hier ist ein Creeper direkt vom Fenster. Der sieht mich aber witzigerweise nicht. Ein Glück, sonst rennt er wahrscheinlich hier mitten ins Haus. Das ist aus Holz teilweise. So hat er mit meinem Singleplayer-Mode, wisst ihr, hat er da also mein Haus an dort gesprengt, ey. Die sind so nervig, die Kreaturen. Ja. Steht da direkt vom Fenster und Spanner drin. So eine Sau, oder? Also andere zahlen dafür Geld. Fasset ja. Direkt vom Fenster ist gerade irgendwas verbrannt. Ach, der ist bestimmt irgendwo hingerannt, der Creeper, wa? Oh, nee, wir sind nicht. Oder im Hotel. Nee, das ist nicht der Creeper gewesen, den mache ich aber jetzt platt, glaube ich. Der macht mich nämlich nervös. Ja, jetzt wird, glaube ich, hell.
Der haut gerade ab, der Creeper. Der ist irgendwie weg. Regnet's bei dir nicht mehr? Doch, doch. Aber der hat sich gerade verdrückt, der läuft. Ne, da hinten läuft er, ich mach ihn. Der ist tot. Die Glocken an. Ist noch einer. Scheiße. Und jetzt ist die Erde wieder kaputt. Ich hab die doch gerade erst dicht gemacht. Oh, der ist ohne explodieren, der Smashdorf. Aber der hat mir das, was ich vorhin alles dicht gemacht habe, ja, mit der Erde. Oh, da kommt noch ein anderer Zombie. Ach, das ist doch diese scheiß Stelle. Ah, wo die Die alle herkommen, ja. Ja. Scheiße. Die wieder rein. Und der Creeper los. Was explodiert denn hier andauernd? Die explodieren schon, bevor sie hier sind, die Creeper. Was? Weil hier auf der Seite ist mir eben auch einer explodiert. Da oben rennen jetzt viele Zombies. Ich geh jetzt runter. Da rein.